Der Ukraine-Konflikt, spitzt er sich immer mehr zu oder machen wir uns da viel zu viele Sorgen und sind da vielleicht sogar regelrecht hysterisch? Falls ja, dann wären russische Aktien ja im Prinzip jetzt interessant. Und drei davon stelle ich Ihnen jetzt mal vor. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Gestern war ein denkwürdiger Tag, der 16. Februar 2022. Ein Tag, der nicht in die Geschichte eingegangen ist. Zum Glück, es ist der Tag gewesen, an dem, wie Joe Biden gesagt hat, Russland mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ukraine angreift. Was ihn jetzt dazu bewogen hat, dass er da ein konkretes Datum nennt, darüber kann man eigentlich nur rätseln. Weil wenn eins klar ist, natürlich, dass Russland die Ukraine garantiert nicht an dem Tag angreifen würde, an dem Joe Biden sagt, dass es sie angreift. Es sei denn, Joe Biden hat derart genaue Informationen, woher jetzt auch immer, dass es genauso kommen wird, dass er eben dann auch dieses konkrete Datum nennt, um den Angriff dann zu vereiteln an dem Tag. Die Amerikaner wissen sowieso immer viel mehr als wir. Also hier zum Beispiel ein Marktbericht von der Washington Post von vorgestern. US-Aktien gehen nach oben, nachdem einige russische Truppen die Ukraine verlassen. Das zum Beispiel, das haben wir hier natürlich noch gar nicht gewusst, dass die russischen Truppen ja angeblich schon lange in der Ukraine sind und jetzt wieder abziehen. Wir denken ja immer noch, wir Blödis, die stehen noch in Russland an der ukrainischen Grenze. Aber man hat schon ein bisschen den Eindruck, also seit vorgestern hat sich das Ganze wieder ein bisschen entspannt zumindest. Also seit Putin gesagt hat, die ersten Truppen würden das Manöver jetzt schon wieder verlassen, am gleichen Tag, an dem dann auch das Treffen mit Olaf Scholz war, wo beide Seiten dann ja auch betont haben, man wird weiter sprechen, man will weiter verhandeln. Und Olaf Scholz, dem ja die anderen immer vorgeworfen haben, er bezieht da viel zu wenig Stellung in dem Konflikt. Und er wäre ja noch nicht mal bereit dazu, dass er zum Beispiel auch Nord Stream 2 einsetzt als Sanktionsdrohung. Genau der kommt jetzt aber zurück, mehr oder weniger mit der außenpolitischen Trophäe, dass er eben derjenige ist, der bei Putin noch was erreicht und der bei ihm noch was bewirken kann. Heißt jetzt natürlich alles nicht, dass die Krise damit jetzt vorbei ist oder so. Also wir hören jetzt natürlich auch wieder, dass man von diesem Truppenabzug zum Beispiel überhaupt noch gar nichts merken würde. Das sei möglicherweise auch wieder nur so eine Taktik von Putin. Aber wie auch immer, man weiß nie. Ich habe lang mit mir gerungen, ob ich das Video heute überhaupt so mache, also so jetzt mit spannenden russischen Aktien, weil ich will nämlich jetzt auch nicht, dass bei Ihnen der Eindruck entsteht, es gäbe da jetzt automatisch die große Chance bei Russland-Aktien, also eine Chance, die jetzt völlig klar ist oder selbsterklärend. So in die Richtung kaufen wir, wenn die Kanonen donnern. Wir sind auch weit entfernt davon, dass die Kanonen donnern. Und wenn sie wirklich eines Tages donnern sollten, dann wird das kein Spaß und für russische Aktien schon gar nicht. Auf der anderen Seite aber, und das ist eben auch völlig klar, russische Aktien sind jetzt günstig und wenn sich da die Lage eben entspannt, dann haben sie Kurspotenzial. Und was ich eben auch merke, es gibt ein großes Interesse an russischen Aktien. Und was ich letzte Woche schon in dem Video auch zu Gazprom gesagt habe, der Markt, der macht sich eigentlich nicht mehr jetzt so die ganz großen Sorgen. Also wenn wir hier jetzt nochmal den RTS-Index nehmen, das ist ein Russland-Index auf Dollarbasis, da haben wir letztes Jahr natürlich den starken Anstieg gehabt bis Ende Oktober. Dann beginnt die Krise und die russischen Aktien korrigieren deutlich bis zu einem gewissen Punkt aber nur. Also Ende Januar. Von da aus geht es dann schon wieder nach oben und zwar kräftig jetzt. Der ist von diesem Tief jetzt schon fast 20% wieder im Plus. Und das, obwohl ja bis vielleicht auch vorgestern es keine Entspannungssignale gegeben hat die ganze Zeit. Im Gegenteil, nur der Markt, der signalisiert uns jetzt eben, da passiert schon nichts oder es passiert zumindest jetzt nichts richtig Ernstes. Also regen wir uns doch alle lieber mal wieder ab und sind wir mal nicht so hysterisch.
Die Sichtweise, die ist übrigens sehr stark verbreitet, gerade bei den russischen Anlegern. Also die Privatanleger in Russland, die haben ja schon 2014, 2015 in der ersten Ukraine-Krise sich eingedeckt mit Aktien, haben davon auch stark profitiert. Und die machen das jetzt wieder so. Im Januar haben sie netto für umgerechnet 1,3 Milliarden Dollar russische Aktien gekauft und damit so viel wie noch nie zuvor. Aber der russische Anleger, der hat ja zumindest jetzt mal kein Wechselkursrisiko. Das haben wir hier auch noch zusätzlich. Hier der Rubel in US-Dollar. Auch 6 Monate, der ist natürlich auch gefallen. Wir haben da ein ganz ähnliches Muster wie am Aktienmarkt. Also Korrektur eben von Oktober bis Januar, dann wieder die Erholung. Mit einer Schrecksekunde nochmal Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche. Aber es geht schon wieder nach oben. Der Rubel wird auch gestützt von der russischen Geldpolitik. Letzte Woche hat die Notenbank in Russland den Leitzins nochmal erhöht auf jetzt 9,5%. Das ist schon ein attraktives Niveau. Anfang 2021 war er noch bei 4,25%. Ist angehoben worden, erstmal natürlich wegen der Inflation, aber inzwischen auch wegen der politischen Lage. Und ich bin, wie schon mal gesagt, jetzt nicht unbedingt ein Fan der russischen Politik, aber ich bin absolut ein Fan der russischen Geldpolitik. Weil die ist höchst konsequent. Die russische Notenbank, muss man sagen, die tut in jeder Situation das, was sie auch tun muss. Und man muss sich das auch schon mal vor Augen halten, wie stabil der Rubelraum eigentlich ist. Also was da seit der letzten Krise ja auch für ein Bollwerk entstanden ist. Durch hohe Zinsen, durch eine sehr niedrige Staatsverschuldung von nur 20% zum Bruttoinlandsprodukt, durch riesige Goldreserven, durch riesige Fremdwährungsreserven, durch einen riesigen Handelsbilanzüberschuss auch. Also es wäre jetzt das reinste Anlegerparadies, könnte man sagen, wenn eben nur nicht die Krise wäre, wenn wir uns nur wieder alle vertragen würden. Gazprom haben wir letzte Woche gemacht, werde ich heute nicht mehr behandeln. Ich mache heute auch keine russischen Ölaktien. Das Ganze hat ja was Absurdes auch. Also wenn wir uns die Ölpreise anschauen, wie die sich entwickelt haben, dann wäre ja der russische Ölsektor der Sektor gewesen, der davon immens hätte profitieren müssen. Er hat natürlich schon davon profitiert, aber er hat nicht in dem Ausmaß profitiert, natürlich, in dem er profitieren hätte können. Und umgekehrt kann ich mir jetzt aber vorstellen, auch also wenn sich die Krise jetzt wirklich entspannen sollte, dass dann Öl und Gas aber erstmal fallen. Und was wir heute auch nicht machen, das sind die russischen Internetkonzerne, weil dazu haben sie ja vorgestern von uns einen Zukunftsmärkte-Report bekommen. Die Internetkonzerne sind schon sehr interessant. Also Yandex hat ja gleich danach, nach diesem Report, auch nochmal sehr gute Zahlen vorgelegt. Aber das können Sie ja alles nachlesen dann. Die Reports von uns sind gratis. Sie finden alle Reports dann auch im Archiv da. Sie müssen sich dafür nur einmal eintragen, auch auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Was hat Russland sonst noch zu bieten? Eine Aktie, die man im Auge haben muss, meiner Meinung nach, vor allem wenn man sich für Rohstoffaktien auch interessiert, das ist Nornickel oder früher mal Norilsk Nickel. Hier der 5-Jahres-Chart, das ist eine Entwicklung, die nicht überrascht. Also starker Anstieg, dann Einbruch im Corona-Schock, dann wieder Erholung, weil ja inzwischen auch die Rohstoffpreise stark gestiegen sind. Die letzten Monate dann wieder schwächer. Sie hat sich aber relativ gut gehalten, noch jetzt in der Krise. Nornickel steht für 40% der globalen Palladiumproduktion und für ein Viertel der globalen Nickelproduktion. Ist damit bei 2 der wichtigsten Rohstoffe der jeweils größte Anbieter der Welt. Und dann auch noch einer der größten Produzenten von Kupfer und von Platin. Also ein Wahnsinns-Rohstoffportfolio und ein Wahnsinns-Produktionsprofil auch. Und das Ganze, das kriegen Sie im Moment zu einer KGV-Bewertung von 6 und mit einer prognostizierten Dividendenrendite von über 11%. Der Nettogewinn ist letztes Jahr gestiegen um 92% auf 7 Milliarden Dollar. Und was einen ja auch nicht überrascht bei den Rohstoffpreisen. Und das bei einem Umsatz von 18 Milliarden Dollar, also auch eine sehr hohe Gewinnmarge.
im Prinzip eine der interessantesten Rohstoffaktien, die es gibt, würde ich sagen. Sie sind aber auch in einer Sondersituation. Also ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, das detaillierter ist zu Nornickel, ist aber auch schon eine Weile her. Nornickel war immer ein großer Umweltverschmutzer. Und das geht jetzt eben auch einfach nicht mehr. Also 2020 sind denen dann noch 17.000 Tonnen Diesel ausgelaufen, war eine große Umweltkatastrophe. Das gab dann wirklich Ärger. Da ist ihnen Putin höchst selbst auch wirklich an die Gurgel gesprungen. Sie müssen da jetzt also mehr investieren, sie müssen viel sauberer werden und sie müssen auch dringend modernisieren mal. Aber sie haben dafür den Cashflow und ich glaube auch am Ende sind diese Investitionen, die da anstehen, für die Anleger auch positiv, weil Nornickel in 5 oder 10 Jahren wahrscheinlich dann eben auch ein modernerer und effizienterer Produzent sein wird. Und die Rohstoffpreise spielen dann natürlich eine Rolle für die Kursentwicklung. Die Politik spielt natürlich auch eine Rolle, aber unterm Strich würde ich sagen, eine interessante Aktie. Polymetal International, einer der größten Gold- und Silberproduzenten der Welt. Breit aufgestellt, 7 produzierende Minen, fast 1,7 Millionen Unzen Gold pro Jahr. Die hat schon stärker erwischt. Natürlich auch da der Russland-Abschlag, aber es liegt auch daran, dass Gold wieder gefallen ist, eher seit Mitte 2020. Und dass sich die Minenaktien in der Zeit auch noch mal deutlich schlechter entwickelt haben als der Goldpreis. Das ist ein Thema für sich, das habe ich mal auch vorgenommen für eins der nächsten Videos. Aber wie auch immer, wenn wir die Aktie nehmen in Euro, dann war Polymetal Mitte 2020 noch bei über 23 Euro, jetzt sind sie nur noch leicht über 14 Euro. Und dadurch ist die Aktie jetzt bewertet mit einem KGV von unter 8 auf den für dieses Jahr erwarteten Gewinn. Das ist auch im Sektorvergleich schon günstig. Und was es auch nicht oft gibt bei solchen großen Goldaktien, wir haben eine Dividendenrendite von über 8%. Wir haben außerdem Minen mit einer langen Lebensdauer, mit einer Produktion, die seit Jahren schon verlässlich wächst, die sehr wahrscheinlich auch weiter wachsen wird, und mit Investitionen, die anstehen, die dieses Jahr noch relativ hoch sein werden, bei 700 Millionen Dollar, die von da an dann aber deutlich zurückgehen sollen wieder in den nächsten Jahren. Man kann also sagen, viele Probleme, die andere Goldkonzerne schon haben, die hat Polymetal nicht. Und die Verschuldung ist jetzt auch nur beim 1,1-fachen vom letzten operativen Gewinn. Was es gegeben hat in letzter Zeit, das waren kleinere Enttäuschungen. Also beim letzten Ausblick zum Beispiel, da ist da die Prognose angehoben worden für die Produktionskosten. Die Gesamtkosten da, die sollen jetzt dieses Jahr bei leicht über 1000 Dollar liegen pro Unze. Ist beim aktuellen Goldpreis aber auch noch vertretbar. Man kann also eigentlich sagen, mit gutem Gewissen, wir haben hier eine Goldaktie, die überdurchschnittlich ist im Branchenvergleich und das mit einer attraktiven Bewertung. Also auch eine Aktie, die man, denke ich, im Auge haben sollte. Und dann noch eine weitere Aktie, die kennen jetzt wahrscheinlich nicht so viele Zuschauer. Global Trans Investment. Das ist eine private russische Eisenbahngesellschaft. Das ist ein Güterzugbetreiber, der spezialisiert ist vor allem auf Schüttgut und dann Öl, Stahl, Eisenerz, solche Sachen. Also hauptsächlich Rohstoffe. Wichtige Kunden zum Beispiel sind Rosneft oder Gazpromneft, Metallo Invest und so weiter. Das ist ein Geschäft, das ist nicht ganz so stabil, wie man vielleicht denken würde. Also sie waren zwar immer profitabel die letzten Jahre, aber das Ganze schwankt schon. Also zum Beispiel Covid-19, das hat schon ordentlich reingehauen bei denen. Sie sind aber sehr effizient, dann die Verschuldung, die liegt jetzt auch nur beim 1,2-fachen vom letzten operativen Gewinn und sie schütten eben viel aus. Die Dividende hängt ab von der Gewinnentwicklung. Zurzeit haben wir eine Dividendenrendite von 9,3%, was ja auch nicht wenig ist, würde ich sagen. Aber wenn sich das wirklich wieder normalisieren sollte und wenn wir dann eines Tages wieder kommen auf die Ausschüttungen, die wir durchgehend schon mal gehabt haben, 2017, 2018, 2019, dann hätten wir beim aktuellen Kurs Dividendenrenditen zwischen 16,5 und 17,5%. Das wäre dann also wirklich üppig.
Und dazu muss ich aber dazu sagen, das sind jetzt keine Analystenprognosen, das mit dem Dividendenanstieg, sondern das ist von mir so eine Art kleine Privatbesessenheit, dass wir da irgendwann wieder hinkommen, die nächsten 2 Jahre oder die nächsten 3 Jahre. Wenn eben alles halbwegs normal ist wieder, wenn wir eine halbwegs gute Konjunktur haben sollten in Russland auch wieder, halbwegs stabile Rohstoffpreise, einen halbwegs stabilen Rubel, was ja auch sehr wichtig ist und so weiter. Also man wird sehen, ob es so kommt. Wenn nicht, dann muss man sich eben so lange begnügen mit einer Dividendenrendite von nur in Anführungszeichen 9,3%. Es ist auf jeden Fall ein gutes Unternehmen und davon gibt es viele in Russland. Also das möchte ich nochmal betonen. Es ist meiner Meinung nach überhaupt nicht so, wie da viele immer noch glauben, dass das in Russland alles irgendwie Mafia ist oder so. Also ganz im Gegenteil, meiner Meinung nach gibt es da viele Unternehmen inzwischen, die gewissenhaft sind, die transparent sind, die gut kommunizieren auch und die auch wirklich aktionärsfreundlich sind. Und die drei Aktien sind jetzt auch nur Beispiele gewesen, die aber eins zeigen, es gibt interessante Unternehmen in Russland zu einer guten Bewertung momentan auch. Was man damit macht, ist eben selber überlassen. Wir haben die Chance auf einen Rebound, völlig klar. Wir haben aber natürlich auch ein erhöhtes Risiko, ein deutlich erhöhtes Risiko, wenn die Situation jetzt eben doch nochmal eskaliert. Was wir alle nicht hoffen, was ich auch immer noch nicht so wirklich glaube, was ich aber vielleicht auch einfach nur nicht glauben will. Aber ich bleibe auch dabei, wenn es zu einer Eskalation wirklich kommt in der Ukraine, dann wäre schon viel kaputt. Dann wäre der Schaden schon groß. Dann ist es auch nicht so, meiner Meinung nach, dass man dann sagen könnte, die russischen Aktien sind ja schon so billig im Moment, die fallen dann nicht mehr groß. Sondern dann ist schon noch Fallhöhe da, würde ich sagen. Aber beobachten wir das weiter. Wir werden eines Tages irgendwann ja hoffentlich auch wieder mal zu einem Punkt kommen, wo wir das auch ein bisschen besser einschätzen können als jetzt. Und dazu, zu dem Thema, da habe ich jetzt auch noch einen Videotipp für Sie. Von Professor Dr. Christian Rieck. Ukraine-Konflikt, Spieltheorie erklärt. Gibt es Krieg? Das ist eine Analyse, da werden die Möglichkeiten und die Interessen von den Akteuren in dem Konflikt, die werden unterworfen den Modellen der Spieltheorie. Krieg und Spieltheorie, das gehört ja sowieso zusammen wie Pech und Schwefel, die sind ja quasi füreinander geschaffen. Und das ist ganz interessant, das Ganze. Also es gibt schon Aussagen in dem Video, da würde ich vehementest widersprechen, aber was es so das Fazit betrifft, also das wahrscheinlichste Ergebnis von diesem Konflikt, auf das er da kommt, dem würde ich schon auch zustimmen, aber ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Und vielleicht aber auch noch mal eine grundsätzliche Anmerkung zu solchen Modellen, spieltheoretischen Modellen. Also ich bin mir sicher, auch in diesem Konflikt ganz klar, da sitzen es auch wieder auf beiden Seiten viele hochintelligente Leute, die sich da Gedanken machen und die Optionen abschätzen. Aber der Blick in die Geschichte, gerade auch in die neuere Geschichte, der zeigt aber eben leider auch, dass doch auch immer wieder viele dumme Entscheidungen getroffen werden. Aus Selbstüberschätzung zum Beispiel oder weil man eben die möglichen negativen Folgen für die eigene Seite auch immer gern mal unterschätzt. Speziell bei Kriegen, da ist es ja so, dass mindestens eine Seite dann auch immer verliert. Und trotzdem haben wir viele Kriege gehabt in den letzten Jahrzehnten. Da haben wir auch in Deutschland ein paar unschöne Erfahrungen gehabt mit der Selbsteinschätzung. Aber das gehört schon gar nicht mehr hier. Hier bleiben wir bei unseren Aktien. Denken Sie noch dran, dass Sie sich auch eintragen jetzt noch für den Zukunftsmärkte-Report zu den russischen Internetgiganten auf www.zukunfts-märkte.de. Ich kann Ihnen im Moment jetzt zwar auch nicht wirklich sagen, ob wir mit solchen Aktien jetzt was verdienen oder wann wir mit solchen Aktien wieder was verdienen können, aber es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn wir da uns schon mal gut vorbereiten und uns schon mal schlau machen. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.